Alleine mit Kind reisen? Wie bitte machst du das? Wie geht das überhaupt? Kann ich mir nicht vorstellen. Hallo ihr Lieben. Es ist wieder Donnerstag und es ist wieder Zeit für ein neues Video. Es geht darum, alleine mit Kind zu reisen oder generell natürlich auch alleine mit dem Kind viel zu sein. Wie macht man das eigentlich? Ich habe ganz, ganz viele Fragen dazu auch über Instagram bekommen und sehe, dass das halt durchaus ein Thema ist, was euch natürlich auch beschäftigt. Insofern versuche ich jetzt mal so ein paar Learnings oder so ein paar Themen einfach anzusprechen, wie man generell den Alltag als Alleinerziehende natürlich auch bei Reisen, aber auch sonst ganz gut organisieren kann. Und es war heute sehr schwierig, einen ruhigen Platz zu finden. Also es tut mir leid, wenn da ein paar Hintergrundgeräusche sind. Immerhin, Gabriel schläft gerade, was ja schon mal ein Vorteil ist. Aber ansonsten, jetzt duschen da gerade Leute, da ist der Pool, da sitzen ganz viele. Also ich komme mir auch ein bisschen bekloppt vor, hier so in die Kamera zu reden. Aber gut, muss ich jetzt mitleben. Dafür gibt es dann jetzt eine Antwort zu euren Fragen. Also erstmal vielleicht zu, das ist schon sehr reisespezifisch, wie bin ich eigentlich auf das Land gekommen? Also ich bin ja in den USA gewesen, ich war in Panama und jetzt bin ich in Costa Rica. Also um ehrlich zu sein, ich habe es gegoogelt. Ich habe einfach eingegeben, sichere Länder oder gute Länder mit Baby zu bereisen und habe dann mehrere Listen bekommen und habe dann alles rausgestrichen, was in Europa war, weil ich wollte ja gerne weit weg reisen und ich wollte eigentlich auch gerne, dass es warm ist und jetzt gerade ist in Europa ja dann doch irgendwie überall nicht so warm und habe das alles rausgestrichen und dann blieben noch so ein paar Länder übrig, dann habe ich die rausgestrichen, wo ich halt schon war und dann blieben im Prinzip Costa Rica und Panama als so zwei Länder, die eh auf meiner Liste sind, von da wollte ich immer mal hin. Und dann habe ich gedacht, ja gut, habe ich mich so ein bisschen erkundigt und es gibt halt, also zum Beispiel im Auswärtigen Amt kann man das ja machen, es gibt fast keine gefährlichen Infektionen hier, also Malaria zum Beispiel ist ganz, ganz wenig, es gibt keine großen Impfungen, die man hier machen muss, um in diese zwei Länder zu reisen und auch sonst ist es sehr touristisch, sprich die Infrastruktur ist sehr gut, es ist sehr, also relativ sicher, wenn man sich an die Regeln hält, also alleine als Frau oder generell alleine und dann schon gar nicht mit Kind, sollte man natürlich jetzt nicht um 10 Uhr nachts irgendwie durch die Straßen hier ziehen. Aber wenn man sich so ein bisschen an die Regeln hält, ist es auch relativ sicher. Und dann vielleicht noch ganz interessant ist, dass in Costa Rica, in San José, der Hauptstadt, ist das beste Krankenhaus vom ganzen Kontinenten. Insofern habe ich mich da so ein bisschen abgesichert, habe natürlich dann auch eine gute Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen, sodass für den Fall das, wenn etwas ist, ich halt auch einfach sagen kann, okay, doch nicht. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich versuche es und wenn es nicht klappt, dann breche ich es halt ab. Aber ja, ich habe jetzt noch 2 Wochen, insofern es hat ganz gut geklappt und ich glaube, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass wir es abbrechen. Natürlich macht man sich ein bisschen mehr Gedanken, wenn man mit Baby reist. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und das waren so ein bisschen die Kernpunkte, wie ich auf diese zwei Länder gekommen bin. Und USA, ja gut, da habe ich Leute besucht. Das habe ich eher dann so genommen, um die auch mal zu sehen. Es lag so auf der Route und es ist gleiche Zeitzone, sodass man nicht nochmal Jetlag oder so hat. Und so sind wir auf unsere Reiseroute gekommen. Der Nachteil ist natürlich an dem Ganzen, dass es dadurch recht teuer ist. Also es ist recht sicher zu bereisen, aber auch dadurch, dass ich natürlich weniger die öffentlichen Verkehrsmittel nehme, weil es einfach sehr, sehr anstrengend ist und man oft umsteigen muss, nehme ich halt sogenannte Touristen-Shuttle und dann ist es natürlich schon auch wesentlich teurer als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Asien die meisten Länder. Also auch das Essen, ich zahle immer so $8 nur für ein Gericht plus Frühstück und so. Also da muss man natürlich schon ein bisschen so wissen, okay, also man schläft hier auch dann nicht für 10 Euro die Nacht. Liegt aber natürlich auch daran, dass ich nicht in ein Hostel gehe, wo ich in eine 10-Bett Zimmer schlafe, sondern natürlich immer schon darauf achte, dass ich mein eigenes Zimmer habe mit Gabriel. Auch für die anderen, weil er wacht ja doch noch ein paar Mal auf nachts. Ich bleibe immer so 3 bis 4 Nächte mindestens an einem Ort, weil sonst wird es sehr anstrengend, auch für mich, weil ihr könnt euch vorstellen, es gibt ja ein Video, was ich alles dabei habe und ich habe schon ein bisschen was immer mal wieder dagelassen. Bin schon ein bisschen aussortiert, aber es ist natürlich trotzdem so mit Kind dann doch. Ich kann das alles noch selber tragen, aber es ist schon sehr anstrengend. Und insofern möchte ich das eigentlich auch ungern mehr als jeden dritten, jeden vierten Tag dann auch machen. Beim Buggy mich jetzt für eine kleine Variante, auch nicht ganz so teuer, entschieden, die man auch dann so zusammenklappen kann, dass ich sie sogar mit in ein Flugzeug nehmen kann. Kommt in einer kleinen praktischen Tasche. Für mich perfekt. Nutze ich auch super viel. Nutze ich hier dann auch, um ihn da zu füttern, also sozusagen als Stuhlersatz.
Ich nehme es, wenn ich hier so rumlaufe und nicht jetzt irgendwie durch einen Park laufe oder so. Also ich habe natürlich dann auch so eine Trage noch dabei. Wenn ich reise, habe ich ihn meistens vorne sitzen, einfach weil es dann praktischer ist. Auch im Auto, ich habe ihn ja dann doch oft auf dem Schoß, dann ist es so ein bisschen mehr Halt. Und sonst halt auf dem Rücken. Das funktioniert natürlich auch super, aber es ist halt auch super warm. Und der Buggy, der gibt mir nochmal so ein bisschen Freiheiten. Auch am Strand natürlich super praktisch, wenn er dann doch mal Mittagsschlaf macht, hänge ich einfach ein großes Tuch drüber und dann hat er so ein bisschen seinen kleinen Raum da. Insofern, also Buggy ist schon für mich Pflicht. Schon alleine auch, weil es mir ein bisschen auch Freiheit gibt, um mal im Restaurant zu sitzen und ihn nicht die ganze Zeit auf dem Schoß sitzen zu haben. Also das kann ich jedem empfehlen, der alleine reist oder auch alleine mal ins Restaurant geht. Also das hat ja nichts mit Reisen zu tun, sondern ich weiß, ganz, ganz viele Mütter finden es ganz toll, immer das Kind zu tragen. Ich bin da nicht so ein Fan von. Gabriel macht das aber auch ganz gut mit, habe ich nie gemacht. Ich bin ein großer Fan davon, wenn er viel auch für sich auch auf dem Boden sitzt, dann wird er halt dreckig, aber naja, schadet ja nicht. Also ich bin immer schon der Buggy Verfechter gewesen, einfach weil sonst hat man gar keine Freiheit mehr. Und wenn die Kinder zu sehr immer auf einem drauf sitzen, ist es ja eh schon so, dass man sie dauernd an sich hat, dann ist mir das einfach auf Dauer zu anstrengend. Vielleicht eins noch, nein, ich habe keinen Kindersitz dabei. Also dadurch, dass wir nicht so viel unterwegs sind und halt dann doch immer eher so eine Art Bus auch nehmen, habe ich mich gegen einen Kindersitz entschieden. Hätten wir jetzt hier uns ein Auto geliehen oder so, dann wäre das was anderes. In den USA hatte meine Gastschwester einen Kindersitz natürlich besorgt, sodass er dann da auch immer im Sitz sitzt. Hier gibt es das durchaus auch öfters mal, dass man dann den Shuttle buchen kann mit Kindersitz. Das mache ich natürlich dann auch immer gerne, alleine schon, weil es für mich dann auch viel entspannter ist, als ihn 3-4 Stunden auf meinem Schoß zu haben. Aber ich habe mich dagegen entschieden, auch noch einen Kindersitz mitzubringen. Klar ist das immer eine Frage der Sicherheit, aber das kommt halt so ein bisschen mit der Reise in solche Länder wie auch hier. Da macht man eben ein paar Sachen anders, als man sie in Deutschland machen würde. Und da habe ich mich dann dagegen entschieden. Und jetzt sicherlich so das spannendste Thema. Und das ist nicht, hat nichts mit Reisen zu tun, sondern generell, wenn man alleinerziehend ist, dann hat man halt eigentlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche das Kind bei sich. Und jetzt werde ich natürlich immer mal gefragt, ja, wie nimmst du dir denn deine Zeit oder wie nimmst du dir die Auszeit? Also vor dem Reisen war das ganz einfach. Ich war in einem Fitnessstudio mit Kinderbetreuung. Da habe ich ihn fast jeden Tag mal eine Stunde abgegeben. Ansonsten für mich, da gibt es auch das Thema, habe ich jetzt auch vor ein paar Wochen mal gemacht, ein Supportsystem. Ist natürlich auch wichtig, gerade wenn die Eltern nicht um die Ecke wohnen, dass man sich auch einige Freunde, eine Beziehung aufbaut, sodass die dann halt auch mal gerne das Kind ein bisschen nehmen. Ich war, als er 8 Wochen alt war, direkt einmal mit einem Freund auf einem Konzert. Das war mir einfach wichtig. Das war natürlich dann auch schön und ja, es ist selten. Ich glaube, das geht Familien mit 2 Eltern genauso. Es ist das erste Jahr, es ist super schwierig, das Kind abzugeben. Und das muss man halt immer ordentlich planen. Jetzt beim Reisen ist es natürlich so ein bisschen schwieriger. Also wir lernen viele Leute auch einfach kennen. Ich gehe ja immer in, ich wohne immer in Hostels gerade. Ja, natürlich ist es jetzt hier ein bisschen rummeliger, aber dadurch kommt man auch in Gespräche. Wenn er dann schläft, habe ich dann auch mal, dass ich abends nett mich mit jemandem unterhalte. Natürlich treffe ich auch manchmal Leute, mit denen ich dann ein bisschen reise oder mit denen ich einfach mal einen Ausflug mache. Ist auch super wichtig und es ist auch so, dass wenn ich unterwegs bin, aber auch hier, dass ich da mal sage, hier kannst du mal kurz halten und dass ich da mal kurz was mache, das geht gar nicht anders. Und jetzt habe ich natürlich auch in der Hinsicht das Glück, dass Gabriel das super mitmacht, auch immer super freundlich zu allen ist. Also gestern zum Beispiel, da habe ich ein bisschen gekocht und da war so ein bisschen quengelig und da kam dann die Putzfrau hier vorbei und dann hat sie ihn einfach aus dem Buggy genommen und ist mit ihm ein bisschen rum und hat ihn irgendwie 20 Minuten bespaßt. Das hat super geklappt. Ich habe mal einen Yogakurs gemacht. Eine Stunde, da habe ich ihn dann auch einfach abgegeben und dann haben die gesagt, ja, gar kein Problem, eine Stunde. Und dann habe ich die danach auf ein Bier eingeladen. Also ich meine, es ist ja auch überhaupt kein Problem. Ja, man kommt immer ins Gespräch mit Kindern, also das ist natürlich schon so. Und da muss man natürlich auch einfach cool genug sein und sagen, hier, ich gehe jetzt eine Stunde Yoga machen. Würde es dich stören, da mal aufzupassen? Und die meisten finden es irgendwie ganz cool. Und gerade die Einheimischen, die reißen sich dann geradezu darum. Oder ich habe ihn auch mal einmal in einem Hostel, da gab es auch eine Yoga-Stunde, da habe ich ihn einfach mitgenommen. Dann ist er da so rumgekrabbelt und hat sich dann immer dazu gekrabbelt und irgendwann war er dann so ein bisschen quengelig. Da hat dann die Yoga ins
Instruktorin, die Yogalehrerin, hat ihn dann einfach auf den Schoß genommen. Das war auch super schön, ne? Also das muss man dann halt einfach auch so ein bisschen gucken, wie es funktioniert. Bis jetzt hatte ich da eigentlich auch noch nie Probleme mit. Aber er ist natürlich auch recht ruhig, entspannt und ist es auch gewohnt, auch von vorher schon, dass ich ihn halt immer gerne auch mal dann eine Stunde abgebe. Wir waren zum Beispiel in Amerika bei meiner Gastfamilie, einmal auch in der Kirche und die haben Kinderbetreuung und dann bin ich da einfach hingegangen, habe ihn da kurz eingesigned, hab gesagt, ja hier, das ist Gabriel, der ist, was war da, 7 Monate alt und dann bin ich hochgegangen und die hatten meine Telefonnummer und dann hat er da sich irgendwie 2 Stunden mit denen oder haben die sich 2 Stunden um ihn gekümmert und ja, ich glaube, je mehr und je früher man sowas anfängt und je cooler man selbst damit ist, desto besser machen die Kinder das halt auch mit. Und ja, hier ist es natürlich jetzt schon so, nein, ich war keinen Abend aus. Also ich bin nicht unbedingt im Zimmer auch mal, aber dann liegt es eher daran, dass ich auch total kaputt bin oder halt ein bisschen was am Laptop mache und das kann ich dann auch da machen. Ich gucke immer, dass das Bett so ist, dass er bestmöglichst nicht rausfallen kann. Und ich habe auch eine Art Babyphone, also ich habe eine App, die kann ich auch jedem empfehlen. Also es gibt da viele, geht einfach mal in den App Store oder googelt das mal. Da gibt es eine App, da kann man sozusagen, wenn man 2 Handys hat, kann man eine als Station nehmen. Das heißt, man kann sogar Video machen, das mache ich da meistens nicht. Und dann mein Handy, wenn beide im WLAN sind, aber auch wenn ich LTE habe, dann klingelt es. Das habe ich auch schon benutzt, dass ich dann so ein bisschen weiter weg sein kann. Meistens bin ich ja in so Hostels, wo da eine Hängematte einfach vor der Tür ist. Dann pennt er drin und ich liege in der Hängematte nebenan und lese ein bisschen Buch. Und so wie jetzt ja auch. Also er liegt hier hinter der Tür und ich höre ihn. Und wenn irgendwas ist, ist das kein Problem. Dann habe ich nicht mein Babyfon an. Also ist alles machbar. Muss man halt nur so ein bisschen sich mit arrangieren. In den USA war ich sogar auf einem Konzert. Da hatte ich natürlich dann das Glück, dass der Mann von meiner Gastschwester und die 2 älteren Töchter haben dann aufgepasst. Hier jetzt ist es natürlich schwieriger. Ansonsten zu Hause versuche ich schon, dass ich mindestens einmal im Monat auch einen Abend verbringe, irgendwie mit Freunden, ohne Kind. Und dann bitte ich immer jemanden aufzupassen, ob es jetzt meine Eltern sind oder Freunde. Wir haben das alles schon gehabt, also ist es eigentlich kein Problem. Und mindestens einmal im Monat brauche ich das einfach. Neben den ganzen anderen Sachen, die ich halt auch mache. Also muss jeder natürlich für sich entscheiden. Ich glaube, wenn man alleinerziehend ist, muss man halt andere Leute so aufbauen, als wären sie der Partner, sodass man dann halt auch guten Gewissens mal ein paar Stunden für sich benutzen kann, weil es ist anstrengend. Aber eigentlich versuche ich immer, dass er so um 7, halb 8 auch im Bett ist, damit ich dann wenigstens noch mal 1, 2 Stunden auch für mich habe. Macht mich entspannter, wenn ich mal ab und zu ein bisschen Zeit für mich habe. Ja, so viel zum Thema Reisen. Es gibt ja auch die weltreisende Familie, die sind morgen wieder dran. Also wenn ihr noch spezifische Fragen habt zum Reisen, ja, schreibt mich gerne an über Instagram oder guckt euch auch die Videos an von den Weltreisenden, denn die sind ein ganzes Jahr unterwegs und haben natürlich da noch viel, viel, viel mehr coole Tipps. Und ob man jetzt alleine ist oder zu zweit, ist dann auch eigentlich egal. Also Reisen mit Kind ist absolut machbar, auch alleine. Ich kann es jedem nur empfehlen, mir macht es mega viel Spaß. Ich habe eine ganz tolle Zeit, ich bin schon ganz traurig, dass es in 2 Wochen schon wieder nach Hause geht, obwohl ich mich natürlich auch ganz doll wieder darauf freue, ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben. Aber ich finde es halt einfach, es hat uns einfach unglaublich an vielen Erfahrungen bereichert und ich glaube, ich bin dadurch nochmal eine viel entspanntere, coolere Mutter geworden. Mal gucken, wie sich das so auswirkt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.